Frau Esogus und ich, das sind ja zwei total verschiedene Welten. Die Frau steht für alles, wofür ich nicht stehe, und ich stehe für alles, wofür sie nicht steht. Wofür steht sie nicht? Sie steht nicht für Deutsche. Sie steht nicht für Deutschland. Sie steht nicht für die Werte, die eigentlich nötig wären, um unser Land mal wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich stimme mit ihr also 99,9% der Zeit überhaupt nicht überein, und ich kann schon ganz typische Merkmale eines Deutschseins entdecken im Gegensatz zu ihr. Aber vielleicht fällt es ihr leichter in Sachen Türkei? Könnte ja sein. Nun, jetzt geht sie durch die Presse, das wird hoch und runter gedudelt. Sie hatte einen Tweet abgesetzt, ich habe den vorangestellt, in dem sie Israel mitverantwortlich macht für den Drohnen- und Raketenangriff, den angekündigten, der Iraner auf Israel. Nun, wer die arabische Welt kennt, ich kenne sie, der weiß, dass man, wenn man so wie die Iraner von den Israelis angegriffen wird, eine Botschaft oder ein Konsulat in einem Zweitstaat, Syrien, dass man dann, wenn man nicht zurückschlägt, mit runtergelassenen Hosen dasteht und für immer und für ewig sein Gesicht verloren hat in den arabischen Staaten. Zudem war der Angriff angekündigt. Zu Schaden gekommen ist niemand, im Gegensatz zum israelischen Luftschlag auf das Konsulat in Syrien. Und damit dürfte eigentlich alles gesagt sein, ist es aber nicht. Nun, Özyurgis, die hat sich aus dem Fenster gelehnt, setzt einen Tweet ab und sagt, ja, die sind mitverantwortlich. Und da haut die Presse natürlich los, und wie sie so ist, die Frau Özyurgis, löscht sie den Tweet hinterher. Sie sollten doch mal zu dem stehen, was Sie sagen, Frau Özyurgis. Das wäre doch eine tolle Sache. Aber das ist man natürlich gewohnt von der sozialistischen Plünderung Deutschlands. Leute, die einen dicken Hals haben und eine große Fresse, insbesondere gegen Deutsche und Deutschland, wenn dann die Mainstream-Medien, die Qualitätspresse mal ein Fass aufmacht, dann werdet ihr so groß wie einer der sieben Zwerge. Naja, Unrecht hat sie auf jeden Fall diesmal nicht gehabt.